Gemeinsam stark vor Ort oder warum Zivilgesellschaft und Kommunen stärker zusammenarbeiten sollten. Auf diese Reise möchten meine Kolleginnen Frau Dieringer und ich Sie in den nächsten 15 Minuten mitnehmen. Ich werde zunächst die etwas allgemeineren Ausführungen machen und dann wird Julia Dieringer am Beispiel des BMBF-Förderschwerpunktes Kommunen innovativ Ihnen noch ein paar ganz konkrete Projekte vorstellen, damit wir etwas genauer wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Julia, du kannst klicken. Hier sehen wir das, worum es eigentlich geht im Bild. Auf der einen Seite die Initiativen, auf der anderen Seite die Kommunen, die versuchen, sich die Hand zu reichen. Und all das, was Sie hier lesen, das kennen Sie wahrscheinlich, weil Sie es selber schon gedacht haben oder weil Sie es gehört haben. Die sind doch überhaupt nicht verlässlich. Nein, die wollen doch nur ihre eigenen Interessen durchsetzen. Jetzt sind wir als Lückenbüßer gefragt. Dazu haben wir keine Zeit. Und wer trägt dann die Verantwortung? Und so weiter und so fort. Das ließe sich beliebig erweitern. Und in den folgenden Ausführungen soll es um diesen kleinen Handschlag in der Mitte gehen. Es ist ganz schön viel los zurzeit. Und wir haben alle das Gefühl, es wird auch immer mehr. Die Pandemie ist nur ein Teil davon. Wir haben es vor Ort mit einer Menge neuer Herausforderungen zu tun. Und die nächste Folie bitte. Eine, mit der wir schon länger uns auseinandersetzen müssen und die sich vor allem auch in den kleineren und ländlicheren Regionen und Städten niederschlägt, ist der demografische Wandel. Das wissen wir eigentlich alle. Die Bevölkerung wird weniger, sie wird älter, sie wird diverser. Und das hat eine Menge Herausforderungen dafür, wie Lebensqualität vor Ort gewährleistet werden kann und auch weiterentwickelt werden kann. Nächste Folie. Und das stößt auf eine weitere große Herausforderung. Die kommunalen Finanzen werden nicht mehr, sondern weniger. Es gibt viele Kommunen, die sind hoch verschuldet. Und wenn wir uns anschauen, was uns prognostiziert wird zum Umgang mit der Pandemie und den daraus entstandenen Schulden, können wir uns vorstellen, dass es mit den kommunalen Haushalten in den nächsten Jahren nicht besser wird. Das heißt, viele der eigentlich neu zu bewältigenden Aufgaben müssen mit immer weniger Ressourcen geschafft werden. Die nächste Folie bitte. Und das vollzieht sich aber bei uns im Lande räumlich ganz unterschiedlich. Auch das ist eigentlich nicht neu. Wir haben Regionen, in denen wie links die Menschen, das sind die blauen Regionen, immer weniger werden. Wir haben die, in denen sie überdurchschnittlich älter werden. Auch das sind auf der rechten Grafik die blauen, dunkelblauen Regionen. Und die regionalen Unterschiede im demografischen Wandel schlagen sich dann auch in der Mobilität, in den Angeboten der Daseinsvorsorge und so weiter nieder. Nächste Folie bitte. Das heißt, wir haben eine ganze Menge vor Ort zu tun. Und die Lösungen auf diese großen Herausforderungen lassen sich auch nur lokal finden. Das hat Anne Ulrich in der Anmoderation schon gesagt. Gute Lösungen müssen vor Ort gefunden werden und dazu muss man sich zusammenfinden. Zusammenfinden ist das Stichwort. Es ist gar nicht so einfach, weil das, was über lange Jahre ganz normal schien, wie man beteiligt, wie man zusammenkommt, hat sich verändert. Tradierte Institutionen wie Parteien, aber auch in Teilen Vereine und auch das Engagement in der organisierten Kommunalpolitik sind bei weitem nicht mehr so nachgefragt. Es geht darum, neue, resilientere Strukturen zu finden und auch diese mit den neuen Formen des Engagements, was wir überall beobachten können, zu verbinden, um daraus neue Formen einer systematischen Zusammenarbeit von Verwaltung und ihren Bürgerinnen zu entwickeln. Und Stichworte, die dabei eine Rolle spielen, sind lokale Kooperationen, Koproduktion, Dezentralisierung und auch Netzwerke. Wollen wir uns mal genauer angucken, was das für die Kommune eigentlich heißt? Was bringt sie mit? Sie hat einiges an Erfahrungen in Bürgerbeteiligung, in frühzeitigen Beteiligungen, im Methodeneinsatz. Sie wissen eigentlich, wie man
offensiv an Bevölkerung herantritt. Aber das sind zumeist kleine Projekte der Beteiligung. Es ist kein integrierter Ansatz. Wie kommuniziere ich übergreifend mit den Menschen vor Ort? Auch gibt es bisher noch nicht so viele Kommunen, die Engagement und Beteiligung zusammendenken und in ihren Politikfeldern auch integrieren, um so die Potenziale, die darin stecken, auch stärker deutlich zu machen. Die Stärken kommunalen Handels liegen sicher in ihrer Strukturierung, in der Verbindlichkeit, in der Rechtssicherheit. Aber sie haben es mit eingeschränkten Finanzen, mit immer weniger Personal und auch mit oft fehlendem Know-how zu tun, was sich aus dem geringen Personal ableitet. Wie sieht das nun bei der Zivilgesellschaft aus? Zivilgesellschaft artikuliert sehr deutlich, dass es ihnen nicht um ein Mehr an Beteiligung alleine geht, sondern dass es um neue Formen der Mitgestaltung geht und das vorhandene bürgerschaftliche Engagement in Vereinen, Verbänden und anderen Gruppen ist immer noch sehr stark, aber es wird ergänzt um neue Strukturen. Das heißt, die Zivilgesellschaft entwickelt zunehmend Formen der Selbstorganisation. Stichworte habe ich vorhin schon genannt, wie Genossenschaften und andere Trägerformen. Und wichtig dabei ist immer wieder, dass Engagement unabhängig bleiben muss und nicht funktionalisiert werden soll. Das heißt, die Stärken der Zivilgesellschaft liegen in Flexibilität, Offenheit, Vielfältigkeit, aber die Ressourcen sind gering und sie ist oft unverbindlich. Für die gemeinsame Perspektive, das heißt das Miteinander kooperieren oder einen Schritt weiter, das Koproduzieren von gemeinsamen Leistungen, verfolgt Ziele, die daran anschließen, die vorhin genannten Herausforderungen zu bewältigen. So geht es darum, in den Projekten bessere Prioritäten zu setzen, weil ein viel breiteres Wissen einfließen kann. Es geht darum, darauf aufbauend bedarfsgerechtere Lösungen entwickeln zu können und diese auch umzusetzen und somit insgesamt die Qualität der in den gemeinsamen Projekten bearbeiteten Themen voranzubringen. Merkmale des gemeinsamen Agierens ist eine gemeinsam getragene Verantwortung. Und das ist etwas anderes, als einfach jemanden zu beteiligen. Das heißt, es geht um das aktive, gleichberechtigte Einbringen und Gestalten von Projekten, von Verwaltung und Zivilgesellschaft auf der anderen Seite und dabei um die schwierigen Herausforderungen auf Augenhöhe zu agieren und so Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auszuloten, zu benennen und vor allem transparent zu machen und diese Zusammenarbeit, wenn sie gut läuft, auch über einzelne Projekte hinaus zu etablieren und aufzubauen. Das heißt, festzuhalten ist, die nächste Folie bitte, dass Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Kommune mehr ist als Beteiligung. Was Bürgerbeteiligung ist, muss ich an dieser Stelle sicher nicht weiter erläutern. Die Zusammenarbeit bedeutet aber, aktiv und gleichberechtigt Prozesse einzubringen und zu gestalten. Und dass das nicht einfach ist, das werden Sie alle auch wissen. Und da werden wir sicher im Laufe der weiteren Diskussionen drauf zu sprechen kommen. Bedeutet es doch, die Akteure gleichermaßen zu befähigen, diese Kooperation auch einzugehen. Es bedarf der Ressourcen, es bedarf des Vertrauensaufbaus, um dann gemeinsame Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und es bedarf auch die einzubeziehen, die sich nicht so laut zu Wort melden. Und all das wird jetzt Julia Dieringer am Beispiel von Kommunen Innovativ noch etwas deutlicher vorstellen. Ganz genau. Anknüpfend an die Ausführungen von Stefanie Bock zu den Hintergründen für ein verändertes Verhältnis und neue Formen von Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft möchte ich jetzt nämlich den Blick in die Praxis vertiefen. Und für diesen Blick in die Praxis werde ich Ihnen einige Ergebnisse und Erfahrungen aus Projekten der vom Bundesforschungsministerium geförderten Fördermaßnahme Kommunen Innovativ vorstellen. Die Projekte in der Fördermaßnahme zielten darauf, Ansätze zu entwickeln, wie mit den Auswirkungen des demografischen Wandels vor Ort in den Städten und Gemeinden umgegangen werden kann. Dabei sei an dieser Stelle eine große Besonderheit der Projekte jetzt schon benannt. Und zwar arbeiteten in den Projekten Partnerinnen aus Wissenschaft und Praxis ganz eng zusammen.
Gemeinsam entwickelten sie basierend auf den spezifischen Problemstellungen vor Ort Ideen und neue Ansätze. So konnten dann innovative Modelle, Formate aus der Wissenschaft vor Ort unter ganz realen Bedingungen erprobt werden. Und dann wurde das gemeinsam reflektiert und konnte auch wieder weiterentwickelt werden. In der Fördermaßnahme wurde ein ziemlich bunter Blumenstrauß an Themen bearbeitet, die alle im Zusammenhang stehen mit dem Umgang mit den Auswirkungen des demografischen Wandels. Die neuen Kacheln hier symbolisieren dabei die Themenschwerpunkte in der Fördermaßnahme. Und trotz dieser offensichtlich ziemlich großen inhaltlichen Breite zeichnen sich doch verbindende Linien zwischen den Projekten ab. So verfolgte eine Vielzahl der Projekte Ansätze, bei denen eben die Bürgerschaft ins Zentrum rückte. Es wurde erprobt, wie neue Zielgruppen angesprochen und aktiviert werden können, wie mit innovativen Formen der Beteiligung dann bedarfsgerechte Lösungen entwickelt werden konnten. Es ging dann aber auch darüber hinaus darum, wie kann eine stärkere Kooperation und Unterstützung von Engagierten dann ganz tatsächlich erfolgen. Und zuletzt wurden kooperative Ansätze auch gemeinsam vor Ort in den beteiligten Modellkommunen umgesetzt. Da ging es dann darum, gemeinsam Verantwortung für die Angebote vor Ort zu tragen und eben Verantwortung neu zu verteilen. Und beispielhaft möchte ich Ihnen nun drei Projekte aus der Fördermaßnahme vorstellen, die zum einen die Vielfalt der Themen verdeutlichen und zum anderen aber auch Einblick geben in die Vorgehensweisen der Projekte. Zuallererst das Projekt Kleinstadt gestalten. Hier stand das zivilgesellschaftliche Engagement ausgewählter Bevölkerungsgruppen in der ostdeutschen Kleinstadt Weißwasser im Fokus. Weißwasser ist gekennzeichnet von einem starken Bevölkerungsrückgang. Und vor diesem Hintergrund überlegte das Projektteam, wie ausgewählte Bevölkerungsgruppen, das waren in dem Fall Jugendliche, junge Frauen und auch Rückkehrerinnen, wie ihr Engagement gefördert werden kann. Was sind also ihre spezifischen Bedürfnisse? Welche konkreten Unterstützung Bedarfe liegen vor. Um diese drei Gruppen zu erreichen, kamen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Über Guerilla-Taktiken aus dem Marketing wurden die Personen überhaupt erstmal aufmerksam gemacht auf die Möglichkeiten, sich einzubringen. In einer Sommerschule gemeinsam mit Studierenden wurden Bürgerprojektideen entwickelt, die dann letztlich mit Mitteln aus einem Kleinprojektefonds umgesetzt wurden. Im Ergebnis gelang es so, die Bevölkerung vor Ort zu aktivieren, ihre Bedarfe zu erkennen und letztlich ihr Engagement auch zu fördern. Was ganz konkret bedeutet, in Weißwasser sind es 5 Bürgerprojekte aus den Bereichen Kultur, Öffentlichkeitsarbeit und Jugendarbeit auf den Weg gebracht worden. Im zweiten Projekt, das Projekt CoproGrün, arbeiteten Kommunen, Landwirtschaft und Bürgerschaft zusammen, um die grüne Infrastruktur, das war hier in Nordrhein-Westfalen, der Grünzug östliches Emschertal, diesen Grünzug gemeinsam zu gestalten und zu bewirtschaften. Denn urbanes Grün prägt entscheidend die Lebensqualität, doch vor allem in schrumpfenden Regionen wächst oftmals die Diskrepanz zwischen den verfügbaren Pflegebudgets und den Anforderungen, die an Grünzüge gestellt werden. Auch im CoproGrün kamen eine Reihe von Maßnahmen zum Einsatz, um Akteursgruppen vor Ort zu aktivieren. Und dann wurden diverse co-kreative Formate durchgeführt, um diese unterschiedlichen Gruppen, nämlich aus der Zivilgesellschaft und aus der Landwirtschaft, zusammenzubringen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und für die Umsetzungsphase dieser Pilotprojekte wurden diesen co-produzierenden Gruppen dann noch ein Coaching zur Seite gestellt. Das bot dann sozusagen eine Hilfestellung, um bei wirtschaftlichen oder auch organisatorischen Fragen einfach den Engagierten zur Seite stehen zu können. Im Projekt wurden also neue Formen der Zusammenarbeit erprobt und hier kamen bislang unbekannte Partnerinnen zusammen. Insgesamt sind in CoproGrün sogar 10 Pilotprojekte umgesetzt worden. Ich will an dieser Stelle beispielhaft nur eines benennen. Und zwar wurde in Kooperation von einem Stadtteilverein, der Wohnungswirtschaft und einem Sozialträger ein Konzept für Quartiersgärtnern entwickelt. Im Projekt Coda EG, das ist das dritte Projekt, was ich Ihnen noch vorstellen möchte, ging es darum, oder die Projektakteure stellten sich die Frage, wie können Aufgaben der Daseinsvorsorge genossenschaftlich organisiert werden? Neu war dabei der hybride Ansatz, der verschiedene Aufgabenfelder unter dem Dach einer Bürgergenossenschaft zusammenfasst. Auch in Coda EG wurde eine partizipative Vorgehensweise verfolgt. Es wurden Workshops und Befragungen in den Modellkommunen durchgeführt, um Bewohner zu aktivieren und zusammenzubringen.
Den Projektpartnerinnen gelang es, für dieses sehr neue Thema, also die hybriden Genossenschaften, zu sensibilisieren, also die Bewohnerinnen, den Bewohnerinnen diesen neuen Ansatz zu vermitteln und Interesse zu wecken. Aber es zeigte sich auch, dass so eine ganz neue Idee eine lange Vorlaufzeit braucht. Denn letztlich konnten nur in 2 Modellkommunen Gründungsprozesse für Genossenschaften auf den Weg gebracht werden. Nichtsdestotrotz ist in dem Projekt deutlich geworden, dass die Beteiligungsprozesse, die dort stattgefunden haben, neue zivilgesellschaftliche Initiativen auf den Weg gebracht haben. Die Menschen vor Ort haben die Impulse zu den Genossenschaften produktiv aufgegriffen und wollen diese Ideen nun weiter verfolgen. Komme ich zu den Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen und Ergebnissen aus Kommunen innovativ. Sie zeigen, dass neue Beteiligungs- und Kooperationsformate einiges ermöglichen. Und zwar geht es darum, dass kreative Ideen gesammelt wurden, die an den tatsächlichen Bedarfen orientiert sind. Und damit können dann wiederum Angebote der Daseinsvorsorge und Lebensqualität in den Kommunen gesichert werden. Diese neuen Beteiligungs- und Kooperationsformen erfordern aber auch einiges. Und zwar geht es darum, dass man sich gemeinsame Spielregeln für diese kooperativen Prozesse erst erarbeiten muss. Denn die Akteure, die sich auf diese neuen, bislang unbekannten Formate einlassen, die müssen ja erst überlegen und sich vornehmen, wie definieren wir denn nun unsere gemeinsame Zusammenarbeit? Was heißt das eigentlich? Es bedarf auch einer Kultur des Ermöglichens und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe und hier vor allem mit Blick auf die kommunalen Akteure. Aber diese Prozesse brauchen auch Ausdauer für neue und längere Wege, Prozesse. Vor allem das dritte Beispiel, was ich vorgestellt hatte, verdeutlicht dies, dass eine neue Idee durchaus Zeit braucht, um vor Ort auch Wurzeln zu schlagen. Und letzten Endes braucht es dauerhafte kommunale Strukturen, um engagierte Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort, zivilgesellschaftliche Initiativen zu motivieren, zu beraten und zu unterstützen. Welche Perspektiven ergeben sich nun für die Zusammenarbeit von Verwaltung und Zivilgesellschaft? Die Grundlage bildet dabei sicherlich ein neues Verständnis von Governance. Also wer entscheidet und verantwortet zukünftig Projekte und Aktivitäten, dem wird diese Veranstaltungsreihe ja auch noch etwas genauer auf den Grund gehen. Grundsätzlich sollten Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik an einem Strang ziehen, um lokale Herausforderungen, wie sie eingangs beschrieben wurden, gemeinsam zu bewältigen. Denn wir finden in den Städten und Gemeinden viele gute Ideen und dort können lokale Lösungskompetenzen gehoben werden. Und die Zusammenarbeit ermöglicht eben, neue, bislang nicht denkbare Lösungswege einzuschlagen. Aber wichtig, und das möchte ich noch einmal betonen, Stefanie Bock sagte es vorhin auch bereits, es kann nicht zu einer Überforderung oder Instrumentalisierung der Zivilgesellschaft kommen. Es geht nicht um ein Abgeben von Aufgaben, sondern um das Zusammen. Und dafür braucht es eine neue Haltung und sicherlich auch Offenheit für Experimente. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, beziehungsweise wir bedanken uns bei Ihnen und laden Sie ein, unsere Projekte auch noch auf der Webseite zu besuchen.